kommen damit in der Tagesordnung zum Tagesordnungspunkt 9, wesentliche Veränderung der Stesat GmbH und Gewährung eines Gesellschafterdarlehens. In der Reihenfolge der Fraktionen könnte die Linke beginnen. Ich sehe keinen Gesprächswunsch. Bündnis 90, die Grünen, ebenfalls nicht. SPD, FDP, Freie Bürger. Dann haben wir gemeldet für die AfD Herrn Vogel. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Aster, Der Startzeichen. Sehr geehrter Herr Aster, Bürgermeister, ja. Ich fange mal schon an. Bitte sehr. Ja, danke. Sehr geehrter Herr Aster, Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger. Gerade in Zeiten knapper Kassen erwarten die Bürger einen besonders sorgfältigen Umgang der öffentlichen Hand mit ihren Steuergeldern. Dies erscheint uns im Fall des rot gefärbten Stesat-Finanzharakiris rund um die nebulösen Verhältnisse im Zusammenhang mit dem Kauf des ehemaligen Hotels Prinz Eugen in Laubegast nicht gegeben. Daher werden wir die Verwaltungsvorlage ablehnen müssen. Zur diesbezüglichen Begründung sind von der Sache her mehr Aspekte zu beleuchten, als mir hier für meine Redeausführungen Zeit zur Verfügung steht. Daher nachfolgend nur einige der wichtigsten Aspekte. Die Stesat gehört gemessen an Mitarbeiterzahl und Umsatzgröße zu den kleineren der mittelgroßen Kapitalgesellschaften, deren Jahresüberschuss bedingt durch zum Teil hohe Abschreibungen in den zurückliegenden Jahren starken Schwankungen unterlag. So lag der Jahresüberschuss zum Beispiel im Jahr 2013 bei etwa 50.000 Euro, während über 2,5 Millionen Euro Personalaufwand und 1,4 Millionen Euro Abschreibungen zu schultern waren. Dass es hier leicht zu Liquiditätsengpässen kommen kann, zeigt sich in dem Abenteuer im Oktober 2015, das schwächelnde Hotelobjekt Prinz Eugen in Laubegast für etwa 4 Millionen Euro inklusive Nebenkosten erwerben zu wollen, einen zudem sehr fragwürdigen hohen Preis. Dieser Kraftakt gelang nur über eine denkbar ungünstige Gangart, den Spagat eines Kassenkredits, was sich der Stesat-Gesellschafter dabei oder die Stesat-Gesellschafter dabei gedacht haben, mag bleibt ebenso im Dunkeln wie die aufsichtsrechtliche Kontrollfunktion, die nach unserer Kenntnis den Geschäftsführer hierzu noch nicht zur Rechenschaft gezogen hat. Schließlich wurde uns unter Missachtung der goldenen Bilanzregel elementar gegen die kaufmännischen Grundsätze der Bilanzierung verstoßen. Soweit die erforderlichen Kassenmittel hierzu über die Stadtverwaltung geflossen sind, liegt dieser Betrag jedenfalls über dem Allzuständigkeit des OB im Sinne von § 28 der Hauptsatzung der Stadt Dresden. An einen diesbezüglichen ersetzenden finanztechnischen Ermächtigungsbeschluss, etwa im Stadtrat, kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Die interessante Erklärung von links, man wolle die Immobilie kurzfristig in eine noch zu gründende WOBA einbringen, hat sich mit der nun ausgereichten Vorlage und dem darin enthaltenen Umwidmungsansinnen vom Umlauf zum Anlagevermögen bekanntlich bereits nach kürzester Zeit in Luft aufgelöst. Die zu beanstandende Zuordnung des Immobilienobjekts zum Umlaufvermögen sucht noch nach ihrer gesetzlichen Grundlage und hält allenfalls links-grüner Tagträumerei stand. Der nach § 94a sächsische Gemeindeordnung geforderte Nachweis nach Leistungsfähigkeit und Bedarf der Gemeinde, Punkt 112 der Vorlage, ist nicht nachgewiesen. Offensichtlich scheint sich der Gedankenvater dieser Vorlage über die eigentliche Zielstellung der TÖPIG noch nicht ganz im Klaren zu sein. Die Einnahmenbetrachtung aus der Vermietung des Objektes zur Kostendeckung sowie der mit etwa 420.000 Euro zu veranschlagenden Annuität beleuchtet gleichwohl nur den Finanzhaushalt. Im Gegensatz zur verstaubten, geldverbrauchsgesteuerten Kameralistik hielt in der TÖPIG aber der betriebswirtschaftliche Ressourcenverbrauchgedanke der Privatwirtschaft Einzug. Der in Punkt 112 lediglich angesprochene Liquiditätsaspekt, also die Deckung von Einnahmen und Ausgaben, ist selbstredend ein wichtiger Bestandteil. Bei der doppischen
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung kommt es federführend aber auf den hier fehlenden Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen, die mindestens gedeckt sein müssen, an. Zu den Aufwendungen zählen abgesehen vom Inflationsausgleich die kompletten Bewirtschaftungskosten, also neben Verwaltungskosten, Betriebskosten, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten und dem hier vielleicht zu vernachlässigenden Mietausfallwagnis, aber auch der bedeutsame, sich in den Abschreibungen widerspiegelnde Werteverzehr. Schon wegen dieser mangelhaften Betrachtung ist diese Vorlage in dieser Form abzulehnen. Kritisch sehen wir aber auch die mittlerweile um sich greifende Spezialfinanzierung aus unverbrauchten Haushaltresten. Dieses Haushaltsausgleichprozedere kann für Dresden mittelfristig schwierig werden, da es dann nicht mehr möglich sein wird, finanzielle Lasten einfach so in die Zukunft zu verlagern und sie auf diese Art einfach zu verstecken. Dankeschön. Vielen Dank. Als nächster Redner für die CDU-Fraktion, Herr Rentsch. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion bekennt sich grundsätzlich zu politischen, gesellschaftlichen Verantwortung im Ortsamt in Bleuben, Asylunterkünfte einzurichten, auch wenn wir die Umwidmung des Hotels Prinz Eugen als Asylunterkunft für immer noch falsch halten, bis zum heutigen Tag. Am 11. Dezember 2014 haben wir in der Stadtratssitzung zum Tagesordnungspunkt 7 einen umfangreichen Maßnahmenplan zur Beschaffung zusätzlicher Unterbringungen für besondere Bedarfsgruppen für die Jahre 2015 und 2016 vorgelegt. Die Bedenken waren damals für uns genauso wie heute baurechtlicher Art, fehlende Freiflächen, der größte Objekt und der konkreten Lage in einem reinen Wohngebiet. Die weiteren Argumente waren für uns ein funktionierendes Hotel, mit einer guten Auslastung und letzten Endes in eine Orientierung für den Tourismus in Laubegast, was letzten Endes das Hotel jetzt uns fehlen wird. Mit dieser Schließung des Hotels stehen auch Familien und Kinder mit im Hintergrund, die wir letzten Endes jetzt zum Arbeitsamt geschickt haben. Als Ersatzstandorte gaben wir damals an und die stehen teilweise heute noch zur Verfügung, haben wir von der CDU-Fraktion folgende Vorschläge unterbreitet. Salzburger Straße, Gemarkung Laubegast. Försterling, Gemarkung Leuben. Breitscheidstraße, Gemarkung inklusive Nebengebäude. Katharinenstraße, Teplitzer Straße, leerstehendes Gebäude, ehemals Videowall. Damit bei dieser Aufzählung zeigt sich, dass wir sehr viele Kapazitäten in Dresden noch haben. Aus diesem Grund haben die beiden Aufsichtsräte der CDU im Aufsichtsrat der Stresat am 26. Oktober 2015 bei der Zustimmung zur Vorlage mit Nein gestimmt. Natürlich können wir das nachvollziehen, dass jetzt durch die Erhöhung des Anlagenvermögens und letzten Endes der Gesellschaftsweg sich geändert hat, dass jetzt eine Stadtratsvorlage erarbeitet werden muss. Trotzdem lehnen wir diese Vorlage ab. Wir hätten uns aber in der Vergangenheit viel mehr Transparenz zu dem Objekt Prinz Eugen gewünscht. Vielen Dank. Die Fraktionsrunde ist damit abgeschlossen. Ich habe als nächsten Redner Herrn Krien. Meine Damen und Herren, Herr Erster Bürgermeister, eine kompliziert geschriebene Vorlage, vom weniger Sachkundigen kaum zu verstehen. Dank an Herrn Vogel, dass er es ein bisschen auseinandergenommen hat. Aber für den Bürger, der mal so drüber schaut, was ist denn heute im Rat, in seiner Brisanz leicht zu übersehen. Das ist von Ihnen, Herr Oberbürgermeister oder liebe Verwaltung, ja sicherlich auch so gewollt. Die Proteste der Laubegaster Wellenlänge, die sich gegen die Einquartierung der Besatzer im Prinz Eugen richten, die soll ja nicht erneut geweckt werden. Am liebsten wäre es Ihnen wahrscheinlich gewesen, wenn sich gar niemand zu Wort gemeldet hätte und Sie hätten das ohne Debatte durchwinken können. Nun, es geschieht ja zum Glück nicht und die belästigten Anwohner
Und die zahlenden Dresdner vor allen Dingen merken, sie können wenigstens hier, hier wird ihnen wenigstens gesagt, es passiert etwas. Was steht also drin in dem Papier? Der Privatmann hat eingesehen, gegen das Volk kann man keinen Gewinn machen und hat zurückgezogen. Das räumt ja auch einer in der Vorlage. Infolge von Protesten und diversen öffentlichen Diskussionen und so weiter. Nun ja, hat das Volk also doch etwas bewirkt. Nur eben die Stadt oder eben die Stesat, die schert das nicht. Gewinn oder Verlust, das ist ja nicht das eigene Geld. Das ist das Geld des Steuerzahlers. Das eigene Geld der Verwaltung. Jeder Bürgermeister hat etwa 10.000 Euro im Monat. Die trudeln ja sicher auf dem Konto ein. Ein privates wirtschaftliches Risiko besteht nicht. Im Unterschied zum Privatunternehmer. Und was steht noch in dem Papier? Um die Herrschaften unterzubringen, wollen sie von uns, von den Steuerzahlern Dresdnern, rund 4 Millionen Euro haben. Das steht kurz und knapp zusammengefasst in diesem Papier, umschrieben mit vielen juristischen und betriebswirtschaftlichen Ausführungen. Die können Sie gerne weglassen, denn Sie helfen zu einer Ausführung, zu einer Entscheidung nicht, sondern wir wissen, Sie wollen gerne, dass wir Stadträte zustimmen, dass 4 Millionen Euro der Dresdner Steuerzahler dorthin gehen. Und Sie träumen uns vor, dass wir später einmal dieses Hotel wieder nutzen könnten, als altersgerechtes Wohnen. Nein, das werden wir nicht können. Wenn solche Leute einmal dort eine Weile gewohnt haben, dann ist die Immobilie abgewohnt. Sollten wir es, so fast wie nach einem Krieg, doch noch einmal schaffen, dieses Haus wieder zu übernehmen, werden wir trotzdem beträchtliche Summen benötigen, um den Ausgangszustand wiederherzustellen. Was haben wir denn für Erfahrungen bisher? Das hätten wir uns schon gerne mal angesehen. Wie wäre es mit einem Besuchstag, unangemeldet, ohne dass Sie erstmal ein Reinigungskommando durchschicken? Der vom Rat beschlossene Tag der offenen Tür nach Inbezugnahme auf der Heidenauer Straße, das ist ja bisher auch nicht eingelöst worden. Und was sind die wenigen Dinge, die wir über das Haus wissen, dass Sie möchten, dass wir das zustimmen, dass es mit dem Geld Dresdner gekauft wird, beziehungsweise gekauft haben Sie es ja schon, dass wir das jetzt zustimmen. Eigentlich sollen wir Stadträte ja kontrollieren, was mit dem Geld der Dresdner passiert. Die Reinigung, die wird den hochqualifizierten Herrschaften, die dort wohnen, natürlich nicht zugemutet, sondern wird durch einen Reinigungsdienst erledigt. Und damit die Reinigungskräfte, meist wohl weiblich, auch unbelästigt arbeiten können, werden sie bei der Arbeit von einem Sicherheitsmann begleitet. Das sind einige der wenigen Aussagen, die man dort erfahren konnte. Nachdem es im Dreikaiserhof mit den von der Stadt ausgelegten Messern zu einem Streit um Drogen einen Schwerverletzten, einen Toten gegeben hat, wird dort im Prinz Eugen nur noch Plastikbesteck ausgegeben. Auch das ist es, was wir Stadträte wissen. Aber es ist wenig genug. Und damit sollen wir mit diesem wenigen Wissen über die Verwendung von 4 Millionen Euro der Bürger entscheiden. Also mit uns wird es das nicht geben. Und ich werde meinen Wählern auch ehrlich sagen, dass wir die Informationen, die wir gerne hätten, nicht bekommen. Wir bekommen nicht gesagt, was macht denn die Stadt und was passiert denn inhaltlich doch mit dem Geld. Mit der Ausrede, es ist ja die Stesat, es ist ja eine Beteiligung, es ist ja eine GmbH. Keine Fragebeantwortung und selbst die Akteneinsicht ist uns ja verwehrt worden. Danke. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht, doch Herr Avenaas. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, nur um die Verhältnisse mal wieder etwas gerade zu rücken, weil hier wieder Unwahrheiten in die Welt gesetzt wurden. Wir reden von einem ausgesprochen gut geführten Heim, von dem im Gegensatz zu dem, was eben verbreitet wurde, überhaupt keine Belästigungen für die Nachbarschaft ausgehen. Das kann ich beurteilen, weil ich wohne selber in der Nachbarschaft dieser Einrichtung. Geschweige denn größere Gefahren, die vorher von den Spinnern von der Wellenlänge heraufbeschworen wurden. Also nur damit wir wieder
auf den Boden der Tatsachen kommen. Und das Zweite, zu dem, was der Kollege Rentsch gesagt hat, es wurden ja die ganzen Objekte geprüft und aus den unterschiedlichsten Gründen als nicht so geeignet wie das Hotel Prinz Eugen empfunden. Man darf auch nicht vergessen, in welcher Situation die Entscheidungen damals getroffen wurden. Das war eine andere. Jedenfalls aus damaliger Perspektive war es eine ganz, ganz vernünftige Entscheidung. Und die Entscheidung erweist sich heute noch als vernünftig, weil es eben gerade doch stimmt. Dieses Heim eröffnet die Perspektive für eine andere Nutzung zu einem Zeitraum, den man jetzt so nicht kennt. Und zwar eine andere Nutzung eines Objekts, was sicher in hervorragendem Zustand übergeben werden wird. Deswegen kann ich nur dafür werben, stimmen Sie der Vorlage zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe als weitere Wortmeldung zunächst Herrn Wirz und dann Herrn Genschmer. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich fühle mich ja schon auch angesprochen, mal ein bisschen aus dieser Stesat-Aussichtsratssitzung zu berichten. Die Stesat hat in der Vergangenheit noch mehr Gebäude gekauft. Es hat nie jemanden aus dem Stadtrat eine Bohne interessiert, was dort gekauft worden ist. Ja. Es ist jetzt an diesem Objekt sozusagen, hier entzündet es sich, weil man auf ausländerfeindlichen, rassistischen Ressentiments herumreitet. Das ist die ganze Ursache. Die Stesat hat, ich glaube, vor 2 Jahren ihr eigenes Bürohaus gekauft. Es hat keinen Menschen hier interessiert, einfach weil es der Immobilienmarkt hergab, weil das Gebäude billig zu haben war, weil man gesagt hat, es ist günstiger, das Gebäude komplett zu übernehmen. Wir brauchen mehr Räume, wir müssen uns erweitern und das Gebäude selbst zu verwalten. Es ist ein werthaltiges Gebäude von vor 20 Jahren. Und es hat keinen interessiert, aber jetzt beim Prinz Eugen entzündet es sich. Und jetzt will ich mal wieder auf den Kern der Sache zurückkommen. Für die Stesat ist es im Prinzip ein Immobiliengeschäft, unabhängig von der Nutzung. Die Stesat hat hier ein Gebäude gekauft. Das Gebäude ist ebenfalls werthaltig, es gibt da Gutachten drüber. Und die Stadt, es hilft sozusagen der Stadt bei der Erfüllung einer Pflichtaufgabe, für das wir sonst eine Alternative als Stadt bräuchten, die wir aber auch nicht haben. Die Alternative wäre zum Beispiel gewesen, dass wir im Dezember für einige Millionen Euro Container gekauft hätten, die jetzt nutzlos auf dem Hof rumliegen und die nach 5 Jahren abgeschrieben sind, weil nämlich da die Gewährleistung abgelaufen wäre. Wir haben heute auf der Tagesordnung stehen gehabt für das Berufsweiterbildungszentrum BALD, dass wir ein Gebäude kaufen müssen, was schon teurer geworden ist durch die Lage im Immobilienmarkt. Und da sehen wir, als Stadt, in einer wachsenden Stadt mit wachsenden Aufgaben, können wir Gebäude, gerade wenn sie nach 90 errichtet worden sind, immer wieder gebrauchen. Gerade auch ein Hotel, was brandschutztechnisch auf einem relativ hohen Stand ist, nochmal instand gesetzt worden ist, ist das wirtschaftliche Risiko für die Stesat als Gesellschaft geradezu bei Null. Solange es die Stadt nutzt und dafür Geld rüberkommt, egal wofür es genutzt wird, das ist vollkommen egal, ist es für die Stesat vollkommen harmlos. Insofern können wir heute den sowieso schon längst vollzogenen Kauf hier als Stadtrat gerne noch einmal legitimieren. Der Aufsichtsrat hat es schon getan. Insofern bitte ich um Zustimmung, bitte hier sachlich zu bleiben und nicht an der Nutzung des Gebäudes hier eine Diskussion zu entfachen, die sich bei keinem anderen Immobiliengeschäft der Stadt entzündet. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Genschmer. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Damen und Herren Stadträte, die FDP-Freie Bürgerfraktion wollte sich eigentlich zu dem Punkt heute nie äußern, weil unser Kollege Professor Dr. Gebel, der früher in der Stesat im Aufsichtsrat saß, oder ein bisschen interner Wissen hat, aber die Diskussion hier hat mich trotzdem dazu verleitet, hier nochmal vorzugehen. Herr Dr. Arbinarius, wenn wir hier anfangen, als Stadträte Dresdner zu diffamieren oder zu beleidigen, bringt das, glaube ich, nichts weiter. Die Wellenlänge hat sich am Ende auch nur deswegen gegründet, weil wir es als Mehrheit im Stadtrat, in der sächsischen Politik, in der deutschen Politik nie geschafft haben, mit den Bürgern zu reden, sondern über die Bürger hinweg zu entscheiden. Und dadurch kam dazu zustande, dass die Leute auf die Straße gegangen sind, dass sich solche Sachen wie Wellenlänge gegründet haben. Und gerade das Prinz Eugen zeigt eine sehr gute Diskussion. Also ich war bei allen Bürgerversammlungen, sie waren auch dort. Und da gibt es genug Äußerungen, die dort bei den Bürgern sehr, sehr
negativ aufgestoßen sind. Dort haben Ortsbeiräte gegen diesen, einstimmig sich gegen diesen Standort entschieden. Warum ich hier nochmal vorgekommen bin, es gibt genug Diskussionen über offene Fragen, die sich bei dem Kauf dieses Objektes ergeben haben, wo wir als Stadträte und wieder die kleinen Fraktionen, die ja aus der Stesat ausgeschlossen sind und aber auch hier jetzt dieses Darlehen mit absegnen sollen, die nicht uns beantwortet werden, weil wir, wie gesagt, keinen Einblick haben. Es gibt in der Bevölkerung bei Anwohnern die Information, dass 2013 dieses Gebäude unter Wasser stand, dass es dort Flutschäden gibt. Es gibt davon Fotos. Wir wissen nicht, wie diese Mängel überhaupt behoben sind. Hat der ehemalige Eigentümer dafür Flutgelder vom Freistaat oder von anderen Behörden gezogen? Und wir wären, zum Ersten wird die Bevölkerung dort, dieser Standort durchgewunken und im Nachhinein soll man diesen Standort mit einem Darlehen absegnen. Wir als FDP, Freie Bürgerfraktion, werden diesen Antrag auch genauso ablehnen wie die Union. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt eine weitere Wortmeldung von Herrn Krien und dann Herr Löser. Ja, ich komme gleich hierher. Herr Avenarius, ein gut geführtes Haus, haben Sie gesagt. Und Sie wissen doch als Jurist, wenn man etwas behauptet, muss man es auch beweisen können. Ich würde gerne dort unangemeldet vor der Tür stehen und sagen, führen Sie mich doch mal durch. Nicht so mäßig, ich würde mir das gerne angucken. Warum verweigert das die Stadt? Sie behaupten das einfach. Sind Sie denn durchgelaufen? Und wenn Sie Leute als Spinner oder als Träumer bezeichnen, dann muss ich mal sagen, vielleicht sind Sie ja der Spinner oder der Träumer. Durch Ihre träumerhafte Anklage ist der Mörder des Kahlen jetzt wieder auf freiem Fuß. Sie haben so einen schlechten Prozess geführt. Sie sind der Träumer gewesen. Sie haben mich immer. Herr Krien, ob Sie sich ein wenig zusammenreißen könnten und zum Thema der Vorlage sprechen und nicht in unflätiger Weise Stadträte hier angehen. Nein. Antworte auf den Vorwurf des Träumers. Der Träumer ist der Herr Oberstaatsanwalt Avenarius. Und ebenso, Herr Wirz, ich würde gerne mir anschauen, vielleicht ist es wirklich so ein gut geführtes Haus. Aber das Problem ist, bekommt keine Informationen. Nicht einmal die Heidenauer, obwohl es dort einen Stadtratsbeschluss gab. Herr Löser, bitte. Ja, liebe Stadträte, ich bin eigentlich ganz froh, dass der Rassist Krien nicht unangemeldet in dieses Heim reingelassen wird. Und ich glaube, das ist genau die richtige Entscheidung. Ich will aber die Redebeiträge, die bei diesem Thema natürlich ernsthaft auch fragen, wie wir uns als Stadt verhalten, aufnehmen. Und zunächst Herr Genschmer zu Ihnen. Das ist nicht konsistent, was Sie sagen. Sie sagen auf der einen Seite, Asyl ist ein Grundrecht in Deutschland. Auf der anderen Seite haben Sie ein Problem, wenn wir in Laubegast dann dieses Heim eröffnen. Wieso? Genau. Und in Prohlis und in Gorbitz und in Johannstadt, da gibt es die Heime schon immer. Da wohnen viel mehr Leute. Denen muten Sie das dann zu. Waren Sie dort? Haben Sie da protestiert? Ja klar, die Wellenlänge vielleicht. Und dann sage ich Ihnen mal, ich habe mir das gestern mal angeguckt, gab es ja einen Zeitungsartikel. Wellenlänge, was ist das? War mir so noch nie ganz dolle bekannt und ich habe mir das mal angeschaut. Und wenn Sie das lesen, unvoreingenommen versucht man, dann merkt man ganz schnell, wenn man die Sprache scannt, dass da natürlich rassistisches Gedankengut dahinter ist, dass das natürlich neue Rechte sind, schön blau-gelb mit Welle, irgendwie sieht aus wie Surfen. Aber was Sie am Ende machen, ist Surfen auf ganz dumpfen rechten Parolen. Und zur CDU möchte ich nochmal sagen, Sie sagen auch Grundrecht auf Asyl, okay. Dann sagen Sie, Sie wollen im Prinzip dieses Heim, okay, und dann stimmen Sie aber trotzdem gegen die Vorlage. Und ich will auch nochmal sagen, die Stesat oder der Stadtrat ist doch nicht schuld daran, dass dort kein Hotel mehr ist. Das entscheidet doch der Betreiber, nicht wir haben doch die Leute dort entlassen, die dort gearbeitet haben. Und er kann natürlich, wenn dieses Haus mal irgendwann wieder Hotel ist, entscheiden, dass er dann wieder ein Hotel macht, wo er wieder Leute anstellt. Also bitte verwechseln Sie die Sachen nicht und bleiben Sie da versuchsweise mal inhaltlich konsistent. Danke. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen als Schlusswort der Verwaltung. Bevor wir dann in die Abstimmung treten, Herr Kollege Feuer. Ja, vielen Dank.
Ich glaube, wir sollten vielleicht versuchen, die Debatten des vergangenen Jahres hier nicht erneut zu schlagen, weil mittlerweile hat sich die Zeit ein bisschen weiterentwickelt. Und Fakt ist ja im Moment, die Stesert hat es die Immobilie erworben. Und worum es mit dieser Vorlage eigentlich geht, ist diese fatale Niedrigzinspolitik der Zentralbank auszutricksen und ein bisschen zu umgehen. Also wir haben Liquidität liegen als Stadt. Die Stesert hat hier eine Immobilie erworben. Wir haben sie momentan kurzfristig finanziert und die Stesert steht vor der Frage, soll sie es jetzt umfinanzieren auf dem Bankdarlehen oder nicht? Und wir halten das für absurd, weil da muss ich als Stesert Zinsen bezahlen. Wir als Gesellschafterin haben auch Geld liegen und müssen auch Zinsen demnächst bezahlen, nämlich Strafzinsen. Und es geht hier schnöde darum, dass das aufgehalten wird. Also ich will sozusagen Geld hier in die Stesert anlegen, damit ich nicht bei der Sparkasse demnächst Strafzinsen bezahlen muss. Und um nichts anderes geht es hier. Also die Schlachten von gestern brauchen wir nicht mehr schlagen. Vielen Dank. Wir treten damit in das Abstimmungsverfahren ein. Ich darf darauf hinweisen, dass der federführende Ausschussbericht eine Ablehnung ausgesprochen hat. Sprich, wenn Sie jetzt diesem Bericht zustimmen, lehnen Sie die Vorlage ab. Um tatsächlich das Anliegen zu befördern, müsste man erst den Bericht ablehnen und dass wir dann über die Vorlage abstimmen. Ich rufe also zunächst die Abstimmung über den Bericht des federführenden Ausschusses auf und frage, wer diesem Ausschussbericht zustimmt. Bitte um Zählung. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist bei 29 Ja-Stimmen und 37 Nein-Stimmen abgelehnt. Wir stimmen damit über die ursprüngliche Vorlage ab und ich bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie ihr zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Hier ist es dann genau umgekehrt. 37 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen ohne Enthaltung. Damit ist die Vorlage bestätigt.